Wahrscheinlich Haarspruch heißt Augenbereinigung, was normalerweise nicht tut. Er beschreibt eine ganze Situation und sie haben mit diesem Lied dieses Kleeblatt von Girl, Hühner, Blackfuss, Papaya oder Räuber verdrängt und waren in den Radiocharts auf Platz 1 bei Radio Köln. Aber jetzt haben wir was ganz Besonderes, denn sie haben gesagt, Karneval ist gut, Fastelovend ist super, aber Fastelovend verkehrt, wollen auch wir zeigen, dass wir etwas ganz anderes tun. Sie haben auf dem Weg hierhin, weil sie sind Reisende ihrem Namen nach, haben sie ein paar Menschen mitgebracht, die jetzt hier wunderschön wieder singen werden. Ich sage nur, hier sind sie, die Bayerbunde. Viel Spaß und ein Riesenapplaus. Dankeschön. Guten Morgen zusammen. Erstmal, die Bayerbunde heute war wieder in einer ganz anderen Besetzung. Wir haben unsere Freunde mitgebracht, einen eigens für heute gegründeten Gospelchor. Am Klavier, keine Angst, sitzt unser Gitarrist. Er hat aber eine klassische Klavierausbildung, deshalb mache ich mir da keine Sorge. Und wir wollen den Karneval mal wieder, wie es uns oft gesagt wird, mit der Kirche verbinden und haben uns daher etwas Besonderes für Sie überlegt. Björn, Playback ab. Playback ab. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. 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 Wash your sins away. Oh, happy day.
Applaus. Nehmen wir eine Runde und ein Rausgebot. Auch, ich muss mal dazu sagen, die bei der Runde heute natürlich absolut für immer sind, nicht für immer sind hier, sondern er hat keine Euro oder Cent dafür gekriegt. Und die Damen und Herren, die da hinten stehen, die kriegen nie jetzt. Das sind alles Freunde aus der Geburtsstätte von Guido Ganz und natürlich von den Bayerbunden aus Borz, die das alles aus Spaß und Freude machen. Und ich verspreche euch, ihr werdet auch demnächst Garnier kriegen, nämlich billiger dann über uns. Dankeschön, die Bayerbunde und der Gastgeber. Wunderschön, dass ihr habt. Dankeschön.